Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, wir hatten ja irrtümlich in der letzten Folge rote Steine ausgelagert. Und dann haben wir uns entschlossen, auch noch Zement auszulagern. Die roten Steine haben wir in der letzten Folge verkauft. Jetzt wollen wir, dass der Zement hier auch noch wegkommt. Gleich mal schauen, wo wir einen guten Preis kriegen. Aber erstmal alles aufladen. Zement 1700 Baustelle. Okay. Dann fahren wir doch zur Baustelle. Verkaufspunkt. Ich hoffe, bezweifle, ob er da den Weg hochkommt. Wir schauen mal. Nicht, dass er uns da im Graben reinfährt. Da kriegen wir den Herrn so schwer wieder raus. Jetzt mal schauen. Er macht es aber ganz gut. Dann lass ihn mal fahren. Er holt noch Hackschnitzel vom Global Market ab. Da können wir auch mal schauen, wie viel wir mittlerweile noch haben. Wir haben gar nichts mehr da. Oh. Haben wir alles rübergefahren? Können wir nochmal eine Ladung kaufen? Nee, nur noch Saatgutkalk, Dünger, Schweinefutter, Wolle, Baumwolle, Wasser. Da, ich weiß gar nicht, wer das Wasser immer abliefert oder sich Wasser von da kauft. Also der braucht gar nicht mehr kommen. Der könnte natürlich... Ja, Milch können wir ja nicht, Stroh kann er mitnehmen. Dann fährt er hier nicht leer. Dann sollen wir das, dann bringen wir das Stroh mal zum Hauptlager. Da bitte zum Hofeingang. Ich hoffe, es kommt auch da vorne Stroh raus. Werden wir ja gleich sehen. Ja, da kommt auch Stroh raus. Dann hat er den Weg nicht umsonst gemacht. Und hier bei den Tieren würde ich sagen, wir holen nochmal Stall 1 und Stall 3 jeweils eine Fuhre ab. Und dann haben wir da erstmal genügend Tiere weggebracht. Nehmen wir dann auch die Älteren hier.
Und Abmarsch. Was haben wir da noch drin? Ja, das ist okay, wenn wir da nochmal 21 Tiere rausholen. Dann haben wir die Stelle gut bereinigt. Oh, sind wir hier mittlerweile leer? Nee. Du kannst ja ein bisschen was abholen. Er lässt mir aber nichts mehr annehmen. Warum? Rübenschnitzel sind doch noch hier. Leerpaletten geht aus. Zucker, gut, das. Aber hier sind noch 190 drin. Warum lädst du dann hier nicht weiter? Dann würde ich sagen, dann. Ah, er will jetzt nochmal, komm. Wir sagen einfach, er soll beim BGA Nord ausladen. Ist ja, haben wir auch einiges rübergefahren, muss man ja schon sagen. Hier sind wir bei der Baustelle. Komm, wir können ruhig einen Ticken vorfahren. So, dann fährst du doch mal zum Holzfäller 1. $140.000 fürs Zement. Super. Jetzt können wir hier noch ein bisschen verkaufen. Fast auch 13.000 und nochmal zum Rück. Hier ist auch noch was drin, also alles gut. Hier sieht alles gut aus. Gucken wir bei den Tieren mal insgesamt. Da holen wir nochmal eine Ladung ab. Dann sollte auch das wieder voll sein. Wie sieht es hier aus? Mischration, aber alles im grünen Bereich. Hier ist rot, weil wir da nochmal Tiere hingefahren haben. Wir haben jetzt 58 in dem Stall. Ja, aber alles im guten, im grünen Bereich. Er hat Stroh angeliefert, das ist auch gut. Und hier können wir nochmal die letzte Lieferung Schweine fertig machen. Ups. Ja, sie fahren auch langsam. Sonntagsfahrer hier vorne.
So, was haben wir denn hier für Tiere drin? 03. Ups. Da, ja, die 11er. Die können wir verschieben. Die bringen ein bisschen was Kohle. Haben wir sogar noch. Eine ältere haben wir nicht, also war es genau richtig. Die werden verkauft. Und zum Vierhändler zum letzten Mal. Ups. Und warum willst du nicht? Warst du jetzt mittlerweile zu oft da, dass du nicht mehr dahin willst? Geht doch. Wir können ja noch mal probieren. Ob er noch was holt. Die Hupe finde ich auch klasse. Richtig toll. So, hier ist aber momentan alles im grünen Bereich. Wüsste ich jetzt nicht. Hast du was drin? Nee. Da kommt der Viehanhänger gerade. Wir können noch mal hier bei den Schafen ein bisschen sauber machen. Die machen ja doch schon immer ganz schön Dreck hier. Ist der Trigger voll? Schafe? Nee. Warum hast du mir die denn jetzt gerade wieder ausgeworfen? Da hätte ja noch Platz. Wie hat's wohl jetzt geklappt? Man könnte sich jetzt noch mal auf die Ernte vorbereiten, aber ich weiß gar nicht, wohin die Drescher setzen soll. Wir könnten gleich noch mal einmal dran vorbeigehen, quasi schauen, ob die Sachen vollgetankt sind. Ups, bisschen zu weit in den Boden gestoßen. Die Silage, die können wir ja hier wieder einfüllen. Da ist ja jetzt wieder Platz. So, hier beim Holz, genau. Einmal rausnehmen. Gucken, dass wir gut dran vorbeikommen. Den einen anderen schon aufladen. Und dann rückwärts ansetzen. Ich
so schief. Machen wir schnell das Vordach. Beschädigt, also Sägewerk, Holzfäller, Paletten, Eingang. Nochmal 41.000 Stroh, immer gut, und hier können wir die letzten Schweine verkaufen. Bestätigen. 13.000. Einmal noch zurück. So. Jetzt wollten wir hier mal einmal schauen. Wie sehen denn die Drescher aus? Müssen die betankt werden? Das können wir ja auf jeden Fall schon machen. Wir können die aus ihrem Winterschlaf hier befreien. Ist gefüllt, ist repariert. Alles gut. Können die mal zusammenklappen, aber das ist ja gleich wieder offen. Hier können wir ein bisschen was tun. Dann machen wir mal das hintere Tor auf. Repariert ist. Ein bisschen tanken können wir. Lampen funktionieren auch. Ja, die Wiese ist auch noch nicht fertig. Ist noch auf Status gelb. So, dann schauen wir auch noch mal die anderen beiden Drescher an, wie es damit aussieht. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Letzte Mal, wo wir das Ballenlager hier oben leer gemacht haben. Klappt auch mal zusammen. Hier ist repariert und getankt. Und hier könnte beides gemacht werden. Dann machen wir das doch. Gut, bevor man startet, nochmal alle Fahrzeuge durchzuschauen. Vielleicht müsste ja die Tankstelle aufgefüllt werden und so hätte man das alles schon fertig. So, der Drescher ist repariert. Dann noch einmal tanken. Ist aber noch genügend drin. Ist fast voll.
So, dann haben wir die Sachen kontrolliert. Können wir auch mal die Traktoren kontrollieren. Sieht soweit alles gut aus. Bei dem auch mal kurz an der Seite. Wir haben ja hier genügend Platz drin, damit der die anderen auch nicht im Weg steht. Falls sie die jetzt doch mal raus müssen. So, dann ab in den nächsten rein. Der könnte ein bisschen getankt werden. Der letzte. Ja. Oh, da muss ja einiges getankt werden. Was jetzt? Hallo? Bin die Wand hochgefahren. Da ist ja einiges raus. So, wie sieht's denn hier? Kann erstmal aufgetankt werden, das dauert. Oh! Er hat eine ganze Ladung Rübenschnitzen noch geholt. Alle Achtung! Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das klappt. Oh, hier sind wir. Hier könnten wir nochmal schauen, dass er hier besser rumkommt. Ich lasse erst den hier erstmal raus. Das ist ja immer noch so ein Nadelöhr hier. Dann schalten wir die Kurse mal an. Wir gehen zwar schon weit darüber. Aber ich glaube, wir können noch ein ganzes Stück mehr darüber gehen. Wenn wir sagen, wir ziehen den einfach hier so lang. So. Gucken wir, dass wir den hier verschieben. So, der muss komplett weiter hier rüber. Welcher ist das? Ist das der hier? Dann gehen wir da noch mal rein. Stellen auch
Nee, der war okay. Und den noch weiter rüber. Hier vorne ist noch so ein kleiner Haken drin. Können wir den vielleicht auch ein bisschen schöner machen. Machen wir die mal aus. Und schauen mal, ob das, was wir gerade gemacht haben, funktioniert. Gucken, weit genug anfangen. Hier dürfte es okay sein. Noch nicht wirklich. Aber dann würde ich bei den nächsten Dings mal da den Zaun rausnehmen. Dann haben wir das auf jeden Fall. Weil ich meine, wenn das Stück Zaun hier noch wegkommt, dann kommt er da einwandfrei rum. So, das letzte. Der letzte Stroh, den kann er dann nochmal zum Hof bringen. Liter. Und zum Abschluss können wir dann nochmal hier vorbeischauen, was wir vielleicht noch ergattern können. Bis jetzt ist nur noch Milch und Hafer drin. Synchronisieren wir mal. Noch mehr Milch. Aber sonst ist alles das, was wir nicht brauchen können. So, liebe Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.